Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Gameplay. Im Hintergrund läuft Battlefield Hardline, beziehungsweise ich spiele das jetzt gerade oder ich versuche es zu spielen. Und während ich das spiele, die Runden gehen hier recht schnell, möchte ich einfach ein Thema ansprechen und zwar, wie ehrlich sind wir alle zueinander? Ich habe in den letzten 2 Tagen sehr gute Beispiele gehabt davon, wie man... Ich mach mal hier den Deckel ab hier, sonst kann ich mich selbst nicht so gut hören. Und das muss ich zur Kontrolle. Ja. Ein gutes Beispiel, wie man miteinander umgehen muss oder kann. Und eins, wie man es nicht kann. So, und zwar geht es um Folgendes. Oh, jetzt bin ich... Oh nein! Nein! Und zwar ist das Thema, ja, ich habe gehört, dass einige YouTuber genervt von mir sind, wegen, ja, meinen Videos hier auf dem Webvideopreis oder XSLTuber Day, von wegen, hier ist ja gar nichts drin beim Gegner. Warten wir mal, bis die hier sind und ein bisschen Kohle abgeliefert haben. Von mir ein bisschen genervt sind, von wegen mit meiner Kamera mal ins Gesicht und so beim Webvideopreis, beim XSLTuber Day. Und so weiter und ja, sich hinter meinem Rücken über mich lustig machen würden. War zumindest die Aussage von einem YouTuber, der mir mittlerweile auch meine Facebook-Freundschaft gekündigt hat und mich meinte, zwischendurch auch beleidigen zu müssen und so weiter. Also jetzt so eher auf die unreife Art. Hat mir auch geschrieben, dass diese Nachrichten, die ich mit ihm geschrieben habe, wo ich noch versucht habe, mit ihm gütlich auseinanderzugehen, dass die jetzt rumgehen zwischen allen, was ich auch total toll finde, wenn Sachen, die man persönlich einem gegenüber anspricht, wenn die dann rumgeschickt werden und von anderen bereitgetreten werden, ganz total reif und männlich und so. Aber ich nenne hier in diesem Video keinen Namen, keine Angst, also für denjenigen, falls er das Video jetzt gerade guckt, sich angesprochen fühlt. Und das andere Beispiel ist, dass mich jemand trotz diesem ganzen Kram angeschrieben hat, ein anderer YouTuber, der sehr, sehr reif reagiert hat. Macht ja auch selber so Beratungskrams und so. Bin ich eigentlich nicht überrascht, dass er wirklich auch so... ja, diese Reife besitzt halt darüber zu reden. Der wollte mir auch... helfen mit meinem, sagen wir mal, Problem, was ich habe oder woraus das entstanden ist, wie ich bin. Und das fand ich sehr, sehr geil, sehr cool. Und so muss das sein. Man muss Leuten, wenn man merkt, die haben ein Problem oder die nerven oder sowas, die Leute darauf ansprechen. Weil nur, wenn jemand darauf anspricht, dann wird dieses Problem auch gelöst. Wenn man jetzt jemanden einfach nur beleidigt und sagt, hey, guck mal hier, du nervst und alle machen sich lustig über dich und ich, alles, was du mir geschrieben hast, das schicke ich jetzt hier rum und dann machen die sich noch weiter über dich lustig und du Arschloch und ich kündige jetzt die Freundschaft. Ja, das bringt ja wohl mal so gar nichts. Ne? Wenn man mal so ehrlich ist. Und ja, das bringt einen nicht weiter. So, und der andere YouTuber, der hat mich halt angeschrieben, so, hör mal, das war so und so, deswegen so und so. Und, ja, dass man so wusste, sein Statement ist, oder warum die Situation so war, wie sie ist. Darauf habe ich natürlich dann geantwortet, habe ihm erklärt, schau mal, ja, so und so, ne, war alles gar nicht so ernst gemeint und deswegen bin ich halt so, wie ich bin. Und er hat dann versucht, mir aktiv zu helfen. Und das finde ich richtig geil, weil, so kommt man miteinander klar. So funktioniert Kommunikation. Ne, dass man über Probleme redet, Probleme, die man mit anderen hat, Probleme, wo man sieht, dass die andere haben. Und das fand ich richtig klasse, richtig cool. Hat sich richtig viel Zeit für mich genommen. Scheiße, jetzt bin ich tot. Was hat der denn für ein Banner? Geil. Er hat sich richtig viel Zeit für mich genommen und das finde ich richtig gut. Er hat heute bestimmt 1 bis 1,5 Stunden mit mir im Facebook hin und her geschrieben, während der andere mir nur geschrieben hat, du bist scheiße, alle lachen über dich, ich kündige die Freundschaft. Das war ungefähr eine Sache von 5 Minuten. Und ich finde es schlimm, der hat mich dann auch auf Blockieren gesetzt. Dass man auch nicht mal die Möglichkeit hat, nochmal so zurückzuschreiben, so, hör mal, vielleicht hast du da was falsch verstanden. Das Ganze war jetzt eigentlich so und so. Das ist auch dieses, was mich immer in so Kinofilmen total aufregt. Kennt ihr das? So diese Liebeskomödien und sowas, wo
ja, irgendjemand Scheiße erzählt, so guck mal hier, der hat dies und jenes gemacht. Und dann geht derjenige, der kriegt das mit und geht dann zu seiner Geliebten und sagt, hör mal, nein, das war gar nicht so und so, und will das klarstellen. Und die Geliebte hört ihm aber gar nicht erst zu, sondern sagt, verpiss dich, hau ab, ich hab dich nicht mehr lieb, ich will keinen Sex mehr mit dir. Und ja, so ungefähr könnte man die Reaktion von dem anderen YouTuber erklären. Und das regt mich bei so Kinofilmen mal so total auf. Da denke ich auch immer, boah, mein Gott, ey, man muss einem doch eine Chance geben, sowas zu erklären. Sonst macht das Ganze doch gar keinen Sinn. Ich meine, wozu haben wir einen Mund? Wir haben einen Mund zum Reden. Nicht nur zum Beleidigen und Scheiße quatschen und so. Und das regt mich im Moment halt tierisch auf. Ich muss ehrlich sagen, das Ganze hat gestern Abend stattgefunden. Also das mit dem Ignorieren und Blockieren und bla bla. Und das hat mich wirklich den ganzen Tag beschäftigt, weil ich so drüber überlegt habe, so, ja okay, irgendwo hat er recht, das stimmt schon, und dies und jenes, das hat er falsch verstanden, da hat er mir irgendwelchen Blödsinn unterstellt, es ging um irgendein Treffen, und ich habe einfach nur spaßeshalber geschrieben, oh, ich wäre auch gern dabei. Und er hat mir geschrieben nachher in irgendeiner Nachricht so, ja, warum ist das unverschämt, dass wir dich nicht eingeladen haben? Und ich konnte gar nicht mehr zurückschreiben, so von wegen, hör mal, ich habe nie gesagt, dass es unverschämt ist, dass ihr mich nicht eingeladen habt. Ihr seid Freunde untereinander, das ist dann völlig in Ordnung. Kann ich akzeptieren, wenn ich nicht eingeladen werde, verstehe ich doch auch. Aber er hat direkt unterstellt, ich hätte gesagt, es wäre unverschämt, mich nicht einzuladen. Bla, blub, bla. Lange Rede, kurzer Sinn, hat Scheiße geschrieben, schickt das dann auch noch rum unter anderen, die das dann natürlich, wenn sie den Zusammenhang nicht kennen, auch falsch verstehen und nicht richtig wiedergeben können, ein falsches Bild von einem kriegen, und das finde ich schade. Und vor allem unter YouTubern, hört sich jetzt blöd an, aber gerade unter YouTubern, weil wir haben eine Vorbildfunktion. Was heißt eine Vorbildfunktion? Wir stehen eigentlich dafür, wir zeigen Videos und Leute orientieren sich teilweise an uns. Ne? Die sehen so, oh, der macht dies und jenes und das ist cool oder das ist nicht cool. Und so ein Verhalten, wenn man sowas dann noch an den Tag legt, ja, gegenüber anderen, und das kriegen andere mit, beziehungsweise das wird dann noch rumgeschickt und so weiter und das wird alles falsch verstanden, dann würde ich sagen, ist der Punkt gekommen, wo man aufhören sollte, YouTube-Videos zu machen, weil man hat seine Vorbildfunktion oder seine Funktion, dass andere sich an einem orientieren können, hat man dann total verkackt. Weil das kann es nicht sein. Das ist nämlich genau das Falsche, was wir hier nicht machen sollten. Von mir ist jetzt gerade, weiß ich übrigens auch falsch, dass ich hier gerade Alkohol trinke, während ich spiele. Wäre ich jetzt total sturzbesoffen, würde ich jetzt auch kein Video machen. Ich bin jetzt ein bisschen angetrunken, ein bisschen in Blabberlaune, wie man vielleicht merkt. Und da finde ich das noch völlig vertretbar. Alkohol ist übrigens keine Lösung. Trinkt zu Hause nicht, Kinder, bis ihr 18 seid. Vor allem nicht hier so einen blöden Billigfusel von Lidl oder so. Der geht bei mir gerade direkt in den Kopf, weil ich ja auch Diät mache immer. Hier mein 10WBC und so. Also das merke ich schon sehr schnell. Wie gesagt. Also meine Message für heute soll sein, dass hier jetzt nämlich, glaube ich... Ach nee, ich habe noch 11 Minuten. Ach, ist ja nur lange Zeit. Aber meine Hauptmessage, die ich auf jeden Fall geben möchte, kann ich schon mal vorweg sagen, ist, Leute, redet miteinander. Wirklich, redet miteinander und fangt nicht an, euch direkt zu beleidigen oder irgendwelchen Scheiß zu behaupten und andere Leute reinzuziehen. Das ist unterste Schublade. Das Schlimme ist, dass dieser YouTuber auch noch vorher geschrieben hat, also die haben ein Spiel gespielt, wo ich gesagt habe, mit dem habe ich ja vorher darüber an dem und dem Tag geredet. So schnell werde ich kopiert, das ist einfach Spaß. Und ein Kommentar darunter von diesem YouTuber war direkt, oh, tiefer geht's gar nicht mehr. Ja, direkt eine Beleidigung. Weißt du, bevor der wusste gar nicht, worum es überhaupt ging, was abgegangen ist an dem Tag, worüber ich mit dem anderen Typen, der da am Spielen war, quasi geredet habe. Der weiß gar nichts. Aber Hauptsache Kommentar ablassen, tiefer geht's nicht mehr. Was soll das? Was soll das? Das war doch von Anfang an nur abgezielt auf reine Provokation. Einfach nur sehen, haha, den büge ich jetzt einen rein. Dann darf man auch nicht damit sich wundern, wenn dann irgendwas zurückkommt. Ich habe dann zum Beispiel, wenn ich das jetzt sage, dann wird zu klar, um wen es geht. Das will ich nicht, weil ich will mich nicht auf dieses Niveau runterlassen, weil ich das total schrecklich finde.
Ich spreche Leute, wenn ich Probleme habe mit Leuten, immer persönlich an, wenn ich ein Problem mit jemandem habe. Ich sag's immer persönlich, weil das wirklich der beste Weg ist, um solche Sachen zu klären. Weil mir liegt auch was an meinen Freundschaften mit anderen Leuten. Mir liegt da wirklich was dran. Deswegen bin ich zum Beispiel, das kann ich ruhig sagen, ich bin beim Webvideopreis, bin ich zum Commander Krieger gegangen, und zwar, er macht ja sein Go-Kart-Event. Und ich habe ja, immer drunter geschrieben, boah, der Game Blamer, der muss kommen, bla bla. Wäre toll, wenn der Game Blamer kommt und so. Habe auch ein paar Leute von euch haben auch geschrieben, boah, der Game Blamer, der muss ja hier bei diesem Event dabei sein. Und finde ich auch klasse, finde ich super. Der Krieger hat mich halt nicht eingeladen. So. Ist natürlich erstmal doof, ne? Dann sitzt man da so und denkt sich, boah, scheiße, warum lädt der Penner mich nicht ein und so. So, dann sind wir am Webvideopreis. Oder beziehungsweise vor dem Webvideopreis noch hat er mich angerufen und hat mir erklärt, warum ich eigentlich nicht eingeladen bin. Scheiße. Da bin ich schon wieder tot, fuck! Hat mir erklärt, warum ich... Oh. Ich sehe gerade im Chat, Entschuldigung, ich achte jetzt gar nicht auf den Chat gerade. Ich bin gerade so im Redefluss. Ich guck gleich rüber. Das Problem ist einfach, der Krieger, der hat mich dann angerufen auch sofort, ne, weil ich schreibe dann auch viel, und hat mir erklärt, warum ich nicht mit dabei bin. So, und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch sofort verstanden, ach so, okay, deswegen lädt er mich nicht ein. Und dann habe ich auch gesagt, ist in Ordnung, und dann habe ich auch gesagt, hör mal Krieger, in letzter Zeit kommt mir das so vor, als wenn ich dich so ein bisschen nerve, was ist denn da los? Und er hat mir gesagt, ja, komm, du läufst hier immer mit deiner Kamera rum, man ist auf Events, es ist ja nicht schlimm, wenn du irgendwas filmst, aber man kommt ja auf ein Event an und du hältst einem direkt die Kamera in die Fresse und das nervt. So, oh, Ende. Und dann habe ich gesagt, ja, ist doch okay, ne, und damit war das Problem geklärt. Und ich wünsche mir einfach, das soll jetzt die Message sein, ich wünsche mir einfach, dass das immer so geht, dass Leute untereinander reden, nicht irgendwelchen Scheiß schreiben, nicht irgendwie versuchen zu provozieren, sondern einfach miteinander reden, Kommunikation, dann kann man sowas auch klären. Ich und Krieger, wir sind total peace, weil wir haben drüber geredet. Ich und der andere YouTuber auch, nur der eine YouTuber, der mich beleidigen musste und so, Warum? Der ist halt aus meinem Leben verschwunden. So sieht's aus. Ja, Leute, trotzdem, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Stay tuned und egal wie spät es auch immer bei euch sein mag und so weiter, stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.